Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Wir starten heute mal in den Tag mit einem richtig schönen, frischen, heißen Kaffee. Ihr habt's gesehen, der richtig edel Kaffee trinkende Boss. Brösel-Kaffee, wie ich ihn nenne. Ja, muss auch mal sein, ne? Ehrlich gesagt mache ich das morgens meistens, weil das super schnell geht. Heute ist Dienstag und ich habe es auf Instagram angekündigt. Wir machen heute mal einen Vlog. Franzi und ich haben ein paar Tage frei und wir dachten uns, fahren wir mal an die See, an die Ostsee. Da unser Urlaub im Juni, also jetzt Anfang Juni, nicht stattfinden wird, haben wir gedacht, gut, fahren wir wenigstens mal ein paar Tage irgendwo hin und werden nach Heiligenhafen fahren. Jetzt habe ich es verraten, jetzt ist die Spannung weg, jetzt schalten wir ab. Ciao. Genau. Also, es ist jetzt, 8:30 und gibt jetzt noch ein paar Sachen zu erledigen, auch Tasche packen und so weiter und so fort. Kannst du mal kurz auf den Markt, lecker Croissant essen und so. Und dann geht's los und ihr seid dabei. Viel Spaß mit dem Vlog, würde ich sagen. Macht gar keinen Sinn, das jetzt an der Stelle zu sagen, weil ihr seid ja schon im Video. Naja, ihr wisst schon. Ganz kurz, auch wenn es ein Vlog ist und kein Shisha-Video, ne? Das hier, das ist die Shisha, die ich gewonnen habe. Extra Unboxing und so, folgt dann demnächst. Weiter geht's. So, nach 1,5 Stunden sind wir angekommen in Heiligenhafen am Beach Motel. Sieht auf jeden Fall nice aus und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an und dann gibt es noch ein bisschen was hier von der Anlage zu sehen und dem ganzen Bums hier. So, dann wollen wir noch mal ins Zimmer reinschauen. Kleiner Spoiler, wir waren schon drin, haben nur vergessen zu filmen. Jo, so sieht das aus. Hier ist so offensichtlich eins Bett. Das Geilste kommt aber jetzt. Boom! Ja, das ist uns immer sehr, sehr wichtig. Also wenn wir schon irgendwo hinfahren und uns ein Hotel gönnen, dann bitte auch mit entsprechender Aussicht und ja, Blick direkt auf die Ostsee. Beste Leben, würde ich sagen. So, das hier ist das nette, gemütliche, kleine Badezimmer. Dieser Daniel total. Diese geile Dusche. Ist wirklich nice. Und da? Jetzt Franzi. Funktioniert super mit dem Gegenlicht. So sieht das hier aus. Also Beach Motel, ich wollte gerade sagen St. Peter-Ording, aber da gibt es das auch, ne? Da wollten wir eigentlich hin ursprünglich, oder? Ja, sind wir aber dann doch nicht. Also sind wir jetzt nach Heiligenhafen gefahren. Sieht auch auf jeden Fall mega nice aus. Und wir werden jetzt gleich erstmal schlafen oder essen. Ich weiß es nicht. Essen. Essen und dann schlafen und dann nochmal essen und dann schlafen. Und ja, mal gucken, ob ihr zu sehen kriegt, was es zu essen gibt. Bestimmt.
So, der erste Nachmittagsspaziergang ist erfolgreich absolviert. Absolviert, lernen wir nochmal sprechen. Samt Fischbrötchen, beste Leben. Und jetzt chillen wir hier ein bisschen auf dem Zimmer. Ich mache jetzt quasi, also heute ist ja Dienstag. Und heute kommt ja das Reaction-Video über Bibis Beauty Palace. Das mache ich jetzt fertig. Ja, damit ihr dann heute Abend, also, naja, ihr wisst schon, gestern quasi da. Egal, ich höre auf damit. Jo, und da sind wir beim Italiener, natürlich beim Essen, wo sonst. Und ich würde vorschlagen, ich zeige euch jetzt nochmal schnell, was hier zu essen gibt und dann ist das Video, glaube ich, auch schon zu Ende. Okay, es ist dann doch noch nicht zu Ende. Franzi hat gerade entschieden, es ist doch noch nicht zu Ende. Es wird noch ein bisschen mehr Foodporn geben, Frühstück und morgen Abend gibt es vielleicht auch noch was Leckeres zu sehen. Also bleibt auf jeden Fall noch dran. Moin, ihr Lieben, es ist der nächste Tag. Also das erste Mal so ein Vlog über so zwei Tage. Also es ist jetzt quasi Mittwoch und ihr seht das Video ja am Mittwoch. Also das ist hier quasi fast live. Es geht jetzt zum Frühstück und dann mal gucken, was wir den Tag über noch so erleben werden. Was ihr davon noch sehen werdet. Ich würde sagen, jetzt wird erstmal gegessen, wa? The sun comes up and paints the ocean brighter shades to break the day. The rays of light begin to open through the clouds that melt away. Frühstück zu sehen und einen Spaziergang. Und an der Stelle würde ich sagen, beenden wir das Video. Schreibt mir auf jeden Fall drüber, was ihr denkt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir lassen uns das jetzt hier schmecken und dann sehen wir uns im nächsten. Nee, wie sage ich immer? Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace. Danke.